Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei New German Release und mal wieder mit einem neuen Video. Ja, wie man sieht, Lords of the Fallen. Habe mich schon drauf gefreut. Ich werde es höchstwahrscheinlich noch am 28. Oktober schaffen. Und deswegen drücke ich jetzt mal A. Und das war auch gerade zum Synchronisieren da. Ja, hier steht Fortsetzen. Fortsetzen muss ich nicht, weil ich habe einen Spielstand gemacht. Level 10. Ich weiß nicht warum Level 10. Da habe ich 22 Minuten drauf gespielt. Habe ich ein bisschen, ein bisschen getestet. Und ich werde dafür machen einen neuen Spielstand. Das erkläre ich euch erstmal alles. Das ist nämlich einmal die Täuschung. Gebet. Ein bewegungsloser Klon, der die Gegner auf sich zieht, erhöht die Energieregeneration. Phasenwechsel. Harkin, also so wie der Typ heißt, wechselt in die Schattendimension. Sein nächster Angriff ist vernichtend, bringt ihn aber wieder zurück. Stich, ein blutrünstiger, übernatürlicher Assassine, sprintet zu ihrer Beute, um sie zu töten oder ihr schweren Schaden zuzufügen. Mimikry, eine magische Phasenwesen folgt dir, wiederholt deine Handlungen und verursacht den gleichen Schaden wie du. Trost, Gebet, ja, das ist genau das gleiche wie bei dem anderen, nur dass da Magieregeneration ist. Obdach. Eine Schutzhülle, die alle Widerstände erhöht und erlittenen Schaden spiegelt. Benommenheit. Eine mächtige Kraft versetzt die Gegner in Furcht, verlangsamt sie und reduziert ihre Widerstände. Bestrafung. Auge um Auge. Feindliche Angriffe werden gerecht, indem der Gegner betäubt wird. Prügel. Gebet, das ist genau das gleiche, nur mit Lebensregeneration. Okay, das um. Die meisten Schläger überwältigen seine Gegner. Okay. Erstmal Rage. Eine dich umgebende Kraft, die deine Angriffskraft erhöht, sowie Energiebeschränkung aufhebt. Erdbeben. Dein mächtigster Angriff, Verbündeter steigt herab, um dir zu helfen und deinen zerschmetternden Gegner mit ihrem riesigen Hammer. So. Rammen, ein mächtiger Sturmangriff, der Gegner nicht nur schadet, sondern sie benommen macht und zu Boden werfen kann. Gegner zu täuschen, natürlich zu verletzen. Ich glaube, ich nehme das und dazu nehme ich. Mit dem habe ich getestet übrigens. Eine Kampfmönch. Aber da wir nichts halbes sein wollen, also nichts halbes von dem und nichts halbes von dem, werden wir einen von den beiden nehmen. Drachenschild natürlich viel mehr. Aber er hat um einiges mehr Beweglichkeit. Komm, ihr nehmt einen Assassine. Ich liebe Assassin's Creed. Ich nehme lieber Assassine. Und deswegen wäre ich doch mal dafür, dass wir jetzt starten. Wenn du Magiehandschuhe unterschiedliche Runen besetzt, ändern seine Verhalten erheblich. Und ich kann nicht immer so durchdrücken. Wenn du mit zwei Waffen kämpfst, kannst du einen perfekten Schläger Spezialangriffe mit hohem Schaden pro Sekunde ausführen. Du kannst wählen, ob der nächste Ziel deiner Reise die ganze Zeit oder nur ein wichtiger Moment angezeigt wird. Okay. Dann nicht. Gefallener Gott, Schöpfer und Zerstörer von Welten. Höre meinen Ruf! Meinen Ruf! Meinen Ruf des Widerstands! Ich
Warte. Wir haben Steinwehr erreicht. Und so nähert sich die Suche nach Antanas ihrem Höhepunkt. Hoffentlich ist der, den wir suchen, den Blutzoll wert. Lernen wir erstmal die Grundlagen. Grundlagen. Ein Unruhe anzutreten ist eine große Herausforderung. Ohne Grundlagen zu erlernen, nähere dich mit einem. Okay. Okay, ich nähere mich. Die erste Regel im Kampf lautet fokussieren. Um deinen Sinn und die Kamera auf die Gegner zu fokussieren, drücke jetzt RS, mach ich gleich. Achte auf die zwei Klammern, die um die TP-Gegner erscheinen. Und sein Signalton. Okay. Der einfachste Weg. Nicht getroffen zu werden, ist zu blocken. Ein Schild zu heben, musst du bla bla und gedrückt an. Nur manche Schilde können jeglichen Schaden blocken. Haben wir gesehen, ich habe Schaden bekommen. Timing. Das Verhalten des Gegners folgt denselben Regeln wie dein eigenes. Sie können benommen gemacht werden. Wie es der Marodeur ist. Okay. Yes, okay. Dies ist ein perfektes Zeitfenster für einen Angriff und versuche ihn schnell zu schlagen. Mit bla bla. Waffen möglich in Maschinen. Nicht aufhören. Okay, ausweichen. Ausweichen ist ebenfalls eine sehr praktische Strategie, doch sie erfordert richtiges Timing. Drücke LS und sage bla bla. Tipp, wenn du eine Rolle vollführst, bist du unverwundbar. Okay. Solange du dich am Boden befindest, nicht beim Aufrichten und Abdauen. Okay. Harte Schläge funktionieren ähnlich wie die schnellen. Sie dauern nur länger und verursachen dafür mehr Schaden. RT. So, zu tun. Also du kannst jetzt weitere schwere Angriffe nachsetzen, indem du bla bla drückst. Nur zu. Es kann nichts passieren, dass sich der Monteur nicht rechtzeitig erholt. Okay? Tipp für den Rest des Spielers, musst du das Risiko selbst einschätzen. Okay. Haushalt. Haushalten. Die zweite Regel im Kampf lautet Haushalten. Der orange Balken unten im Bild zeigt die Energie an. Der orange, seht ihr bestimmt unten links. Behalte sie beim Kämpfen im Auge. Sie regeneriert sich zwar, wird aber von den meisten Aktionen verbraucht. Ach ja, Glückwunsch zu deinem Sieg. Drücke A, um den Abenteuer zu beginnen. Tipp für alle drei Balken unten: Gesundheit, Rot, Energie, Orange und Magie, Blau. Sie erhöhen Leveln. Sind höhere Level möglich? Okay. Ich habe das dämonische Waffenpaket freigeschaltet. Ja, ich könnte jetzt hier natürlich dämonischen Waffen nehmen alle. Aber das lasse ich mal, weil ich doch das Spiel so spielen möchte, wie ich es eigentlich denke. Weil sonst hätte ich jetzt um einiges bessere Schwerter, sieht man, also Schwerter. Sieht man ja hier, das sind meine einzigen Schwerter, die ich jetzt gerade habe, Stahldolch. Und dann hätte ich natürlich plus 19 Schaden. Aber ein bisschen mehr Gewicht. Und deswegen, ich lasse es jetzt so. Und ich könnte die hier noch nehmen, aber sehen bestimmt cool aus, oder? Ja. So sieht das aus. Und so sieht das aus. Aber ich nehme die hier, um das Spiel so zu spielen, wie ich eigentlich möchte. Und das habe ich jetzt nur durch ein Vorbestellerpaket gekriegt, was ich aber jetzt gerade nicht benutzen möchte.
Alle Schilder bieten besondere Einsatzmöglichkeiten. Faustschild kannst du in Angriff bringen und anschließend kriegst du einen Treffer. Meine Schild anbieten sich eben. Okay. LT nutzt. Okay. Wenn ich also blocke und dann RT. Ah, okay. Mal gucken, wie wenig der ist. Okay, also jetzt. Ne. Jetzt kann ich nicht getroffen werden. Okay. Ich guck mal hier rum. Oh, ich kann die zerstören. Ey, das ist cool. Vielleicht finde ich da drin was. Nicht? Das ist noch nur. Oh, ne, doch keine Urne. Hä? Ach, da ist was. Huch. So. Einmal anhören, bitte. Nehmt. Diese Kreaturen kommen immer wieder. Wir wehren sie ab, doch es sind zu viele. Es ist widerwärtig, wie sie sich bewegen. Die Glieder drehen und biegen sich auf eine Art, wie sie es nicht sollten. Und der Geruch. Es ist, als ob Feuer und Tod einem in die Nase kreuchen. Eine der Kreaturen spuckte uns im Kampf an. Der Speichel traf mein Auge. Es brannte und brennt sich immer weiter in mich hinein. Okay. Während er ein bisschen erzählt, habe ich unten ein bisschen die Leiste ausgedönst, aber ich spreche jetzt mit Kesslow. Reden. Oh, nicht schlagen. Reden. Sie ist verschlossen. Richtig. Du blutest. Kesslow, du verlierst immer noch Blut. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Wir haben es weit geschafft, jetzt aufzugehen. Es wäre eine Schande, wenn du es nach all dem nur bis zur Türschwelle schaffen würdest. Ich habe solche Verletzungen schon behandelt. Ich kümmere mich darum, sobald wir drinnen sind. Okay. Wie finden wir Antanas? Wie finden wir Antanas, wenn wir es reingeschafft haben? Der Mann, den wir suchen, er will gefunden werden. Okay. Gibt es Überlebende? Ich sehe nur Leichen. Keinen einzigen Überlebenden. Antanas würde sein Leben geben, um sein Volk zu schützen. Wenn er noch lebt, dann gibt es auch noch andere. Okay. Und wir verwirken. Es muss doch möglich sein, diese verdammte Tür aufzubekommen. Vielleicht einen Schalter. Oder einen Schlüssel. Oder einen Schlüssel? Okay. Den Motor. So. Den kann man nicht looten. Ich kann hier auch nicht wieder raus. Das sieht aber schön aus, so wie das so einstrahlt. Das sieht geil aus. Schaden habe ich da auch. Dann werde ich mal hier das öffnen. Oh, nicht zurückspringen. Öffnen. Da ist gleich einer. Aua! Alter, was macht er mit mir? Verpiss dich! Alter, was soll das denn? Der hat mir einen Sunkus gegeben. Ach so. Okay, wenn ich A gedrückt halte, kann ich sogar sprinten. Das benutze ich aber, glaube ich. Ja, ich kann so auch sprinten. Alter, er hat mir einfach einen Sunkus gegeben. Was ist das für ein ekelhafter? Hier ist auch noch einer, das weiß ich ja schon alles. Yo. Yo. So. Easy. No problem. For me. I'm the best. So. Da unten waren auch noch schon zwei. Wow. 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 So. Weil ich schon so viel Schaden gefressen habe. Nee, ist mal so. Sag hallo. Er kann sich verpissen. So. Nein. So. Ah. Ah. Ah ja, stimmt. Anvisieren kann ich die auch noch. Fuck. Das habe ich voll vergessen. Hier ist nichts. So. Ist hier irgendwas? Ist. Ja. Hier war was. Ich hab's gerade gesucht. Ich wusste nicht mehr genau, wo es war. Einmal nehmen. Leere Flasche. Mehr ist hier auch nicht. Dann gehe ich mal hoch. Hier. Hat er auch noch was für mich da gelassen.
Ist auch noch einer. Hey, Bro. Hey, Bro. Hey, Bro. Hey, Bro. So. Alter, wollte mich gerade packen. Ich höre noch einen. Den will ich aber gerade nicht begegnen. Es ist in mir. Und es verändert mich. Mein Schädel. Die Knochen bewegen sich. Sie wachsen. Es fühlt sich nicht wie Gift in meinen Adern an. Eher wie flüssige Finsternis. Wir haben bei den anderen schon gesehen, was als nächstes passiert. Erst lässt das Augenlicht nach. Dann folgt der Verstand. Bruder William, Bruder Peter und ich werden nicht zulassen, dass die Krankheit uns überwältigt. Wir wählen den Tod, bevor er uns wählt. Okay. Oh, da ist einer. Fokussiere ich mal eben. Hi. So, ich muss ihn mal schlagen. Okay. So. Den habe ich auch down. Und ich weiß gar nicht, ob hier noch einer war. Ja, da war noch einer. Komm her, Bruder. Oh, oh, oh. Ey, der hat mich geschlagen, lol. So. Ist hier noch einer? Hinter mir ist keiner, ne? Nein. Okay. Hören wir uns das nochmal an. Lieber Vater, die Feuer am Horizont breiten sich in Richtung unseres Dorfes aus. Ich flehe dich an. Gib acht. Etwas Böses geht vor sich. Das kann ich spüren. Du kannst jederzeit hier im Kloster Zuflucht suchen. Was auch immer geschieht. Antanas kann uns retten. Bitte. Bitte gib auf dich acht. Ja, gib auf dich acht. Herausforderung. Du solltest dir merken, wo du diese magische Portale findest. Und auch die anderen. Es öffnet sich, wenn du einen mächtigen Gegner... Hey! Ey! Okay. Da oben ist einer. Ich werde mal runterlocken. Das ist einer von gerade eben. Ne? Nein, nein, nein! Aua. Aua. So. So, komm mal eben hier hoch. Der andere soll hier nicht hochkommen. Du sollst mein sein. So, ich krieg trotzdem Schaden. Kann dafür aber ein bisschen blocken. Nein! Ich hab das Blocken vergessen. So. Zack! Nehme ich nochmal einen Heiltrank. Hat sich das Portal geöffnet? Okay, nee. Hier kann ich hoch. Hier war ich auch noch nicht. Bis hierhin habe ich es mit dem anderen Charakter gar nicht geschafft. Okay, hier habe ich was. Was ist das? Was ist dies? Energiesplitter, hier ist nichts. Okay, und da unten war noch ein Gegner. Ich denke mal, dass er den Schlüssel hat. Ich glaube es zumindest, weil sonst kein anderer den Schlüssel hatte. Okay, ich kann. Und das Geile ist, ich kann ihn nur mit einem mal fixieren. Beziehungsweise. Hatte er den Schlüssel? Er hatte nicht den Schlüssel. Sondern noch einer? Ach, da ist der Schlüssel auch nicht. Okay. Hast du den Schlüssel? Finde den Schlüssel. Riesenschlüssel. Ich habe ihn gefunden. Wer hat's erfunden? Ich wäre dafür, wir gehen jetzt da erstmal. Ja, wir gehen direkt zu dem Typen hin. Und ja, das tue ich jetzt erstmal, ne? Das hört sich gut an.